Gerichtsvollzieher unterhalten. Ja? Der sagte, also gerade bei Zwangsversteigerung, da haben die schon die spannendsten Sachen erlebt. Er hatte das auch schon, dass dann hinter der Eingangstür, als Räumungstermin war, jemand dann seine Schrotflinte bestückt hat. Ja, das hört man ja so, klack, klack. Da hat er gesagt, jetzt klingel ich nicht mehr, jetzt kriege ich erstmal die Polizei. Kein Witz, ist wirklich, also kommt selten vor. Ja, aber es gibt dann wirklich Eigentümer, ja, die merken die Einschläge nicht mehr. Ja. Die wissen nicht, okay, jetzt ist es darin. Zwangsversteigerung. Also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das ein Thema sein könnte noch. Ja. Muss man auch, glaube ich, ein bisschen Zeit haben, ne? Mensch, cool. Ich habe nicht nur die Schnäppchenfänger und Jäger hier. Super. Also ich habe das ein paar Jahre lang gemacht. Das ist allerdings 10 Jahre her. Und da war an diesem Markt auch noch nicht so viel los. Die Banken haben das in den letzten Jahren mit Hilfe der Presse so publik gemacht, dass da wirklich nur noch Nepper, Schlepper, Bauernfänger unterwegs sind. Ja, und gerade für Sie als Eigennutzer, Kapitalanleger unter Umständen ausgeschlossen, Sie haben in der Regel nicht die Möglichkeit, das Objekt zu besichtigen, ja? Weil da noch der Alteigentümer drin sitzt. Also für Sie als Eigennutzer würde ich ganz klar sagen, tun Sie sich das nicht an. Außerdem sind da teilweise 30, 40, 50 Leute in diesen Terminen. Ja? Früher ist auch mal Geld abhanden gekommen, jetzt müssen Sie mal mit dem Scheck dahin, dann müssen Sie sich den Scheck erst bei der Bank besorgen. Dann frage ich mich immer, haben Sie sonst keinen Beruf oder sonst kein Hobby? Also wenn Sie es Vollzeit machen wollen, können Sie Glück haben. Ich kenne ein, zwei Leute, die machen das. Aber die sind an jedem Tag mindestens in 3 Zwangsversteigerungsterminen. Und das 5 Tage die Woche. Und sind dann glücklich, wenn sie 1 oder 2 Objekte schießen. Und dann haben sie die auch nicht besichtigt. Ich habe sogar einen Kollegen, der hatte nochmal aufs falsche Objekt geboten. Der hatte auf das Nachbarobjekt geboten, also in der gleichen Straße nebendran. Er hat Gott sei Dank den Zuschlag nicht bekommen, aber das ist doch ziemlich peinlich. Genau, wie jetzt? Ich wollte hier rein, nicht da.